Hallo und herzlich willkommen zu I am Bread. Ja, ihr habt das richtig gehört, ich bin Brot. Captain Weißbrot ist wieder da, um den Tag zu retten. Ja, genau das. Und allerdings geht es nicht darum, den Tag zu retten, sondern eigentlich genau das gleiche wie vorher. Es geht darum, um Toast zu werden. Eigentlich komisch, weil wir haben uns das letzte Mal doch schon toasten lassen. Von daher, naja, gucken wir mal, wie das Ganze hier so weitergeht. Das Einzige, was ich hier gerade sehe, ist, dass es hier nirgends, auch nur in irgendeiner Art und Weise, eine Möglichkeit gibt, wie man sich toasten könnte. Es sei denn... Nein, hier steht nirgends von Toaster. Da hinten ist zwar eine Bratpfanne. Aber ansonsten... bleibt eventuell noch die Heizung. Also ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal um, denn wir sind ja unheimlich beweglich und machen gleich direkt erstmal hier die Marmelade kaputt und nehmen uns gleich ein paar Scherben mit. Aber das macht überhaupt nichts, denn wir sind immer noch unheimlich lecker, 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 lecker. So, da oben, oh, da ist Butter drin. Und wenn ich jetzt runterfalle, dann bleibt da wahrscheinlich nicht mehr viel von mir übrig. Also muss ich mir was anderes überlegen. Ja, erstmal schön ein paar Scherben mitnehmen. Warum auch nicht? Und direkt hinunterfallen. Ja, natürlich, ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Als hier den ganzen leckeren Staub mitzunehmen. Und gleich bin ich wieder lecker, genau, F, nicht mehr essbar. Ganz geil. Schön mit Staub auf dem Toast drauf. Okay, also, was war das denn? Hier ist gleich schon direkt erstmal was kaputt gegangen, habe ich gehört. Hier bewegen sich noch ganz andere Sachen. Oh, okay. Na gut, dann gucken wir doch mal. Also da unten, da sind Fußabdrücke, da sind Latschen. Das hilft uns alles irgendwie, es sei denn, ich... wahrscheinlich muss ich direkt jetzt über den Schuh-Gedöns-Kram, vermute ich ganz einfach mal. Über den Schuh-Karton-Kasten-Krimskrams. Wow! Captain Weißbrot fliegt um sein Leben. So, jetzt noch ein bisschen die Richtung angeben. Jetzt ganz elegant einfach mal hinunterfallen. Naja, fast. Was, sofort nicht mehr essbar? Was ist denn da los? Das lag bestimmt an diesem unheimlich dreckigen und widerlichen Zeug von Schuhen und so. Oh, was ist denn das? Da leuchtet ja irgendwas. Was ist denn das? Da schauen wir uns erstmal näher an. Denn Captain Weißbrot ist unerschrocken. Was könnte das denn wohl sein? Okay, das war wieder die Marmelade. Klack, ich habe irgendwas eingesammelt und habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin unendlich essbar? Oh! Nein, falsche Richtung! Das ist auch die falsche Richtung. Oh! Mit unendlich Grip sogar noch. Alter, was ist denn hier los? So, dann gehen wir mal hier lang. Wäre natürlich cool, wenn das so unheimlich lange anhalten würde. Was es aber wahrscheinlich nicht tut. So, einmal hier runter. Genau. Zack. Erstmal mal die Richtung austesten. Klack. 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 Hier schön über die Decke rüberlaufen. Und immer noch unheimlich lecker sein. Das muss man erstmal nachmachen. Das ist Captain Weißbrot, wie wir ihn mögen, lieben und wie er auch mal richtig lecker schmecken tut. So sieht das nämlich aus. So. Und jetzt geht's hier weiter und da weiter und da weiter und hier weiter. Nee, nicht in die Richtung, sondern eher so dahin. Und dann dahin. Und ich bin aber immer noch zu 100% essbar. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da überhaupt hoch? Ich vermute ganz einfach mal so. Vermute ich ganz einfach mal. So. Und ich bin immer noch unendlich essbar. Mein Gott, muss ich lecker sein. Es ist ja unglaublich, wie lecker ich heute bin.
So. Kann ich mich hier irgendwo festhalten? Klack. Los und hoch mit Schwung. Ein bisschen festhalten. So, jetzt hier ein bisschen loslassen. Ein wenig drehen. Ja, genau. Heizung aufdrehen. Ha! An ist es. Quasi. So, nein! Da habe ich wohl vergessen festzuhalten. Und ich bin immer noch unendlich lecker. Ich müsste mich da rein theoretisch nur von oben da reinfallen lassen, oder etwa nicht? Wenn ich jetzt wüsste, ob dieses unendlich lecker und Kram, ob das so ewig anhält. Klack! So. Nom 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 nom. So, hier die Wand hoch. Na los, komm her. Wir sehen nicht lecker aus, aber wir sind es trotzdem. So. So. Jetzt nochmal hier loslassen. Was? 0%, 0%? Was ist das? Ich muss sehr lange weg gewesen sein. Ich habe einen großen Teil der Änderungen in diesem Spiel scheinbar nicht verstanden. Oder nicht mitgekriegt, whatever. So. So. Lecker, 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 lecker. Ich würde mich jetzt gerne, sehr gerne einmal ein bisschen fallen lassen dürfen. Ich will mich eigentlich da unten rein. Und dafür müsste ich quasi unten in die Ecke. Oder ich halte mich da fest. Das wäre auch mal eine super Idee eigentlich. Na los, komm her. Nanu! Wie nix zu festhalten. So, noch einmal mit Gefühl. Gott, sind wir wieder dreckig. Das ist ja unglaublich. Aber wir sind immer noch unheimlich lecker. Dann los, komm her, rein da. Ich will in diese Heizung da rein. Es kann doch nicht so schwierig sein, hier in so eine Heizung rein zu navigieren. Baumel. Gibt's denn das? Dann gehe ich eben nach oben, soll mir auch egal sein. Weil an ist ja schon. So. Ha! Könnt ihr mal gucken. So. Jetzt braucht mich doch eigentlich hier nur ganz geschickt reinfallen lassen. Oder sehe ich das verkehrt? So. Wie geht nicht weiter? Was ist denn da los? Nein! Arg! 1%? Es könnte natürlich auch sein, dass ich mich davor... Na toll, falscher Ansatz. Wahrscheinlich muss ich mich sogar davor halten. Da muss ich mich zweimal trosten lassen? Vor- und Rückseite vielleicht? Das ist ja strange. Okay. Aber, mein Gott, das ist ja Kinderkrams hier. So. Na los, hoch da. Yes.
So, nochmal da hoch, weil wir es können. Klack! Whoopi! Mit Kraft und so. Klack. 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 Patz. Und das bringt nichts, dass ich jetzt hier so liegen bleibe. Das ist aber eigentlich sehr ärgerlich. So. Lauf, 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 lauf. Wie kann man nur so viel Müll auf sich rumliegen haben und trotzdem lecker sein? Das kann nur Captain Weißbrot. Ha! So nämlich! Rutzel, 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 lalalala. Rutzel, rutzel, 60%. Gleich sind wir schön getoastet. Wahrscheinlich nur von einer Seite. 74? Ich glaube, wir brennen. Oh! Oh! Ja, tatsächlich! Das, naja, immerhin 78%. Das ist doch schon mal was. Das muss man erstmal nachmachen. So schön so ein Streifen hat nicht jeder. Ein guter Geschwindigkeitsstreifen, sage ich jetzt mal. Das ist doch schon mal viel wert. Halt, falsche Richtung. Klabauts. Was lecker. Lecker, 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 lecker. So. Toast, Toast, Toast. Toast, lecker, lecker, Toast. Alle hopp, mit Schwung. Da toll. Dann eben so. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder runterfallen. Du Brot kommst jetzt hierher. Geht doch. So, die Seite ist schon getoastet, das heißt, wir lagern uns nochmal spontan um, um jetzt hübsch die andere Seite zu toasten. Was ganz grandios funktioniert, nämlich nicht. Nein! Es kann doch nicht so schwierig sein, so viel Dreck zu toasten. Also, ne? Okay. Aber wenn ich jetzt von da unten hochkomme, da... Oh! Das hätte ich nicht erwartet, aber... Jetzt aber mit Schwung. Ha! So nämlich. So, la la la, sogar die andere Seite getoastet. Lecker, 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 lecker. 34% nur, das ist aber eine schwache Vorstellung. So, 90, 93, 64, 98, 90. Oh, 100, über 100% getoastet? Naja, lecker. Über 107%, okay, why not? So what? Das ist die falsche Seite. So nämlich. Ach, 113 ist schon zu viel. Ah, okay. So, la 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 la. Haha! I am toast! Oh yeah, I am toast! Wie press L und R. Mach ich doch. Und jetzt? Aber wo soll ich denn hin?
Ah, super. Und jetzt? Verstehe ich nicht. Ich drücke doch L und R. Und klar und Planschwätz. Oder links und rechts? Ja. Oh, nach links, nach rechts schielen. Ist auch mal spannend. Nee, also irgendwie. Ich bin jetzt. Uch, was ist denn das? Ein Clipping-Filler. Was ist da los? So, jetzt ist Captain Weißbrot, Captain Dreckiges Toast. Und er ist immer noch lecker. Die Frage ist bloß, was jetzt? Doch dieser Frage werden wir wohl ein anderen Mal nachgehen müssen, denn die Zeit ist auch direkt schon wieder rum, denn jetzt liegt ja erstmal ein über 100% getoastetes Toast auf der wunderschönen Teppich und ja. Dann gibt's das Ganze nochmal beim nächsten Mal und schau mal, warum es hier nicht weitergeht. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, schreibt was in die Kommentare. Gebt mir ein Abo, um zu sehen, wann es eine neue Folge von I Am Toast gibt, wann Captain Weißbrot wieder zuschlägt. Ich bin der Chris, das war I Am Bread. Ich verabschiede mich und sage Tschaußen!